Nächstes Spiel gegen Frankfurt, das auswärts. Da muss es wieder besser laufen vom Champions League-Spiel gegen Chelsea, wo es für die auch nicht mehr um so viel geht, aber die müssen eigentlich auch gewinnen. Zu Hause. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht hier. Sieht gut aus in der A-Jugend. Hier müssen wir auch nicht groß was ändern. Wir können nochmal reingucken bei den Scouts. An einem Tag gibt es wieder Scout-Bericht 9. Fehlen. Machen wir nochmal ein Trainingscamp. Ein Feriencamp, meine ich. Guck mal, wie die zweite Mannschaft spielt. Die Reserve hat 2-1 wieder mal gewonnen. Wie stehen die denn gerade da? Noch auf dem zweiten. Aber gehen gut ab. Da sind schon Spiele dabei, die für uns interessant werden. Turan, wie immer, entwickelt sich super. Engelhardt. Ja, auch für so ein niedrige Klassisch verdient er viel Geld, aber ist auch ein Top-Talent. Genauso wie Gölles. 500.000 zusätzliches Budget. Ich stecke nochmal was ins Transferbudget. Vielleicht kriegen wir im Winter nochmal irgendeinen Neuzugang zustande. Hier möchte ich nochmal reden. Ich möchte eine Verlängerung anbieten. Der will nicht mehr. Auch Grundgehalt können wir ihm nicht mehr erhöhen. Demirbay, gut trainiert. Chabot auch. Super letztes Spiel von Henrique. So super fand ich das zwar gar nicht, aber nun gut. Gießen, gut trainiert. Nielsen auch. Und der Stark. Mit Villas habe ich schon lange nicht gesprochen. Ja, Pelé muss auch mal wieder besser drauf sein. Immer wenn der nicht so gut spielt, kriegen wir die Tore hinten rein. Mal bei der Jugend. Sieht aber gut aus. 71 hat er gerade schon. Boah, der entwickelt sich richtig, richtig gut. Kann ich dem noch einen Mentor zur Seite stellen? Nee. Den können wir bald hochziehen. Wahnsinn, Max Hackbart. Unser Topspieler in der Jugend. Miranchuk ist noch angeschlagen, den lassen wir auf jeden Fall noch zu Hause. Aber die Mannschaft ist wieder fit, heißt, wir spielen wieder in Bestbesetzung. Das bedeutet, Apia geht wieder auf die Tribüne. Stark auch. Pelé, Schul, das ist unsere beste Mannschaft. Die läuft jetzt gegen Frankfurt auf. Brettloh könnte ich mal wieder ein Spiel geben. Ja. Brettloh kriegt das Bundesligaspiel. Und auf geht's. Geht's raus und spielt Fußball. Auf geht's. Wir brauchen mal wieder einen Sieg. Eine Woche Pause gehabt. Nächste englische Woche steht an. Strengt euch auch an, Jungs. Jetzt muss es passen. Macht ein bisschen Druck. Dem hierbei gleich mit dem richtigen Einsatz dabei. Auch Pedro Henrique. Gut reingegeben zu Schul. Schul auf Griffiths. Riesenchance. Und dann doch noch geklärt. Aber Günther macht mit. Fehlt jetzt natürlich hinten. Aber Schopenhauer passt auf. Dem hierbei. Komm, bring Griffiths den Ball. Blum. Florian holt den Ball zurück. Kerk. Frankfurt kann sich da nicht befreien. Jetzt vielleicht mit Fabian? Nein. Handspiel wird gepfiffen. Na gut. Diego Milian bringt den Ball rein, aber da ist keiner. Günther klärt erstmal zur Seite. Und Kerk kommt leider nicht mehr ran. Oder rennt mit dem Ball ins Aus. Clayton gegen Günther. Der rennt aber aufs Tor zu. Keiner stoppt ihn. Diego Milian und dann so ein Patzer von Chabot. 1-0 Frankfurt.
Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, Abwehr ist wirklich schwach in den letzten Spielen. Da kommt zu wenig. Schopenhauer. Nice, na, was ist da los? Diego Milan kann an allen vorbeirennen. Nächste Riesenchance. Und das nächste Tor. 2-0 Frankfurt. Die Krise verschärft sich. In der 17. Minute schon 2-0 zurück. Diese Technik, ein klasse Tor. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen. Dem hierbei auf Griffiths. Der ist an Russ vorbei. Noch einen Gegenspieler vor sich, Ruben Dias. Und der stoppt ihn. Ist nicht so, dass wir keine Chancen hatten am Anfang. Wir werden nur immer wieder gestoppt. Dem hierbei jetzt auf Griffiths. Jetzt muss er aber was machen. Griffiths gegen Russ. Gehalten. Nachschuss von Pedro Henrique und der Anschlusstreffer. Pedro Henrique, was würden wir ohne ihn tun? 7. Tor schon in der Liga. Aber Dortmund hat uns überholt. Ist jetzt auf dem 2. Platz, wir sind auf dem 3. abgerutscht. Das ganze Stadion ist aus dem Häuschen, was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Und er trifft unglaublich, tatsächlich schon bei seinem Schuss. Clayton. Dringt wieder ein, wird nicht gestoppt. Clayton. Und 3-1. Wir haben mit so einer Abwehr, das kann nichts werden. Ein Tor mit absolutem, das gibt's doch nicht. Klasse gemacht. Was ist da los heute? Die beiden Außen können tun und lassen, was sie wollen. Jetzt kommt Rigotta. Selbst der kommt da einfach durch. War der Torwartwechsel ein Fehler? Ich vermute fast ja. Griffiths. Ah, und dann so ein Fehlpass. Leute. Diego Milan kommt da noch ran, bringt die Flanke. Bretlo nur mit der Faust. Ein schwaches Spiel von ihm. 2 Chancen erst. Und eine drin. Kerk jetzt nochmal. Nee, komm nicht ran. Clayton, die nächste Flanke. Diesmal hat Bretlo wenigstens den Ball gefangen. Da ist der Hackbart aus der Jugend besser. Schul auf Kerk. Kerk auf Griffiths direkt genommen. Nachschuss Pedro Henrique. Und wieder der Anschlusstreffer von Pedro Henrique. Doppelpack. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Wir bleiben im Spiel. Dank unserer Offensive. Und Pedro Henrique. Dem hierbei schmeißt ihr jetzt dazwischen. Auch Robert Schul gibt Gas. Kerk jetzt die Riesenchance. Ist allein vom Torwart. Aber doch nicht so. Radecki. Griffiths. Schon wieder Clayton. Was geht denn mit dem ab heute? Jetzt durch den Foul mal gestoppt. Nicht, dass der da wieder durchmarschiert. Freistoß Frankfurt so kurz vor der Pause. Bretlo. Ganz sicher den Ball. Schul. Jetzt Riesenchance. Und Russ erobert den Ball. Das wäre der Konter gewesen. So kurz vor der Pause. Günther erobert jetzt nochmal den Ball. Nochmal die Chance über Kerk. Schul. Aber da ist das Spiel zur Pause. Abgepfiffen. Milan 2 Tore, Clayton dann auch nochmal 1. Die Außen haben uns schwindig gespielt von Frankfurt. Blöd ist nur, Dortmund führt auch schon wieder 3-0 und Bayern 2-0. Die ziehen uns davon, wenn wir jetzt nichts tun. Spielergespräche. Das war nicht der Matchplan. Und jetzt muss ich hier defensiv definitiv irgendwas tun. So kann es nicht weitergehen. Was bringt Leistner da? Nicht viel. Ja, Leistner geht raus. Das bringt so nichts. Finn Stark kommt rein. Und Chabot für Bretlo. Wir müssen da hinten in Sicherheit reinkriegen. Na, Taktik möchte ich eigentlich nicht viel ändern.
macht es einfach so weiter. Den beiden Änderungen muss das eigentlich passen. Demirbay auf Kerk. Griffiths, jetzt auf dem Weg. Griffiths mit dem Pass auf Pedro Henrique, der kommt nicht ran. Das war zu mutig. Aber wir haben auch Zeit. Es ist noch viel Zeit zu gehen. Kerk jetzt über links außen. Kerk mit viel Platz, da greift keiner an. Schul, spiel ihn ab. Oh, wie kann man so eine Chance nur so vertändeln? Oh Gott, da nicht im Abseits. Riesenchance jetzt für Frankfurt. Klare Überzahl. Zum Glück nur das Außennetz. Abstoß, Chabot. Leigh Griffiths mit dem Ausgleich. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans Abstauber. Auf so ein schönes Tor. Also der braucht zwar viele... So, jetzt hinten dicht halten, Leute. Schopenhauer, dem hier bei. Griffiths, nächster Anlauf. Griffiths. Und wieder stoppt ihn Russ. Der alte Mann. Aber dem hier bei bringt den Ball wieder nach vorn. Pedro Henrique mit einem Foul gestoppt. Auf Diego Milan. Jetzt stark. Hier rennt hinterher. Toljan. Auch. Rogotta mit guter Position, aber Schopenhauer haut den Ball weg. Ah, die kriegen den Ball nicht nach vorne. Diego Milan. Scheitert an Toljan. Gibt aber Freistoß Frankfurt. Und gelb. Ne, keine Karte. Glück gehabt. Russ taucht jetzt auch nach vorne auf. Was geht mit dem ab? Clayton. Dieser gefährliche Spieler wird jetzt von Kerk bearbeitet. Schopenhauer. Russ taucht jetzt schon wieder vorne auf. Rigotta mit dem Chance. Mit der Chance. Aber noch irritiert vom Abwehrspieler. Chabot mit dem Langball nach vorn. Schul. Auf Kerk. Jetzt nochmal Pedro Henrique. Geht an Ruben Dias vorbei. Schießt. Ah, daneben. Uh-oh. Jetzt gibt's die gelbe. Da wechseln wir lieber mal. Einen Wechsel haben wir noch. Kommt Apia für Toljan. Ja, es war ein Foul. So, die Spieler. Letzter Wechsel vorgenommen. Und Apia gleich mal ausgetanzt. Oh, oh. Rogotta. Oh, Chabot. Chabot hält. Wahnsinn, Start. Den habe ich schon drin gesehen. Günther jetzt. Schul. Auf Kerk. Russ. Kerk spielt ihn aus. Griffiths! Oh, Radecki hält. Glanztat von Radecki jetzt auch. Die Keeper machen spannend. Gehen wir bei. Pedro Henrique setzt sich da durch. Auf Griffiths. Griffiths direkt genommen. Und da ist die Führung. Powerful Osnabrück. Griffiths schon mit einem 19. Tor. In der 75. Minute. Was für ein Tor! Was für ein Das 4 zu 3. Okay, sie sind jetzt vorne. Und jetzt werden sie wahrscheinlich... Jetzt müssten wir wieder an Dortmund vorbeigezogen sein. Nicht mehr viel zu spielen. Und Rogotta ist durch. Das kann doch nicht wahr sein. Stoppt ihn, stoppt ihn. Chabot, Glanztat. Unsere Nummer 1. Nach der Ecke könnte man nochmal gut kontern. Ach, Chabot geht jetzt, glaube ich, aufs Nummer sicher. Ja. Hält den Ball. Kurzer Abwurf. Schopenhauer spielt ihn kurz auf Pelé. Schul setzt sich durch auf Kerk, aber zu weit.
und Diego Malan wieder. Rigotta, Schopenhauer, super Aktion. Kerk wird gefoult. Bringt Zeit. Mal gelb für Frankfurt. Griffiths. Super Pass auf Pedro Henrique, der allein vom Tor. Aber Gott, Radrecki kommt raus. Griffiths nochmal. Griffiths. Latte. Und nächster Anlauf. Ab hier auf Griffiths. Kerk. Kerk. Nochmal. Kerk. Nochmal Radecki. Was ist das denn für ein Powerplay der Osnabrücker hier? Wahnsinn. Demirbay bringt den Ball rein. Direkt genommen Griffiths und da ist es. Das 5:3. Jetzt hat es aber auch lang genug gedauert. Und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. So ein viele Chancen. Treffer. Und dann passiert es. Schön direkt genommen. Und dann kommt Griffiths angerauscht. 5:3. Günther zu Schul. Schön nochmal über die Außen. Kerk. Griffiths kommt da ran. Griffiths auf dem Weg. Spielt ihn in die Mitte, aber Evans ist da und klärt das. Und das war's. 5:3 Auswärtssieg. Wir sind wieder zurück. War aber auch nötig. Auch Dortmund hat gewonnen und Bayern mal wieder 4:0. Die marschieren da weg. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schönes Tor von Griffiths. 1:0 Pedro Henrique auf jeden Fall. 2 Tore vorbereitet, 2 gemacht. Und Griffiths 3 Tore geschossen. Wahnsinnsspiel von beiden, aber auch Demirbay hat da gut aufgeräumt. Einsatz gezeigt. Starkes Spiel. Statistik zum Spiel. 16 Chancen rausgespielt. Allein diese Chancen in den letzten Minuten da vor dem Frankfurter Tor. Der Wahnsinn. Und wir sind wieder Zweiter. Oder bleiben Zweiter. In der Halbzeit waren wir kurzzeitig Dritter, weil Dortmund vorne war. Mit ihrem Sieg. 34 Punkte ist eine gute Sache. Nach 15 Spielen. Bayern scheint jetzt wieder in Fahrt zu sein. Können wir mal reingucken. Was macht das Team? Ein paar Spiele sind auch nicht gut drauf. Leipold zum Beispiel. Aber Müller geht wohl gerade richtig ab. Talent Matti Luca Löker drängt sich auf. Wie kann das denn sein? Er zeigt zwar im Training Einsatz, aber der wird hier nicht lange bleiben. Der Stärke hat er in der ersten Mannschaft mal gar nichts zu suchen. Justin Gies nur einen Tag verletzt, ist wieder fit, aber kriegt erstmal eine Pause. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wieder auf die Bank setze. Mal gucken. Gegen Chelsea müssen alle Topspieler dabei sein. Die müssen fit sein, ansonsten haben wir da keine Chance.